mit besonderer Freude. Wir haben ja nachgerechnet, dass es tatsächlich 30 Jahre her ist, seit ich mit den Berlinern eine Aufnahme gemacht habe. In diesem Saal. Das ist ja eine riesige Geschichte natürlich. Ja. Ja, also in dem Saal hat sich ja alles, hier in dem Zimmer, in dem wir sind, hat sich ja alles abgespielt. Durch diese Tür kam Herbert von Karajan. Ja. Das war nämlich ein Schlüsselerlebnis für mich als Musiker in meinem Leben. Aber nicht nur für mich, ich glaube auch für das ganze Orchester damals. Das war nämlich ein Wunder nahezu. Sie spielte Mozart G-Dur und für mich unvergesslich. Es war von einer Natürlichkeit, einer Schönheit, dass man eigentlich nur sagen muss, es ist für sie komponiert gewesen. Das ist für mich persönlich relativ unverständlich, dass es so lange gedauert hat. Zeitpunkt jetzt wirklich überreif, dass ich, da ich doch in den letzten Jahren mich sehr intensiv mit dem Werk auch auf dem Podium beschäftigt habe, ich habe auch nochmal alles revidiert, die Fingerstriche, die Bogensätze, die Phrasierung, nochmal die Orchesterpartitur genau angeschaut. Also es schien jetzt überreif und jetzt musste es unbedingt geschehen. Es gibt aber viele Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass das Dvorak-Konzert weniger oft gespielt wird als beispielsweise das Brahms. Das liegt einmal an spieltechnischen Eigenheiten und zum anderen sicher auch an ganz spezifischen kompositorischen Gegebenheiten, die ein sehr feines Durchleuchten und Ausbalancieren seitens des Orchesters erfordern. Und ja, offensichtlich gibt es nicht so viele Musiker, die dieses ungewöhnlich orchestrierte Werk in Angriff nehmen wollen. In dieser schwierigen Situation, die Konzertatmosphäre wieder zu reproduzieren, die Aufnahme, ja. Die ganzen Mikrofone, ja, hängen da, das Telefone, dieser, ja, Ton muss noch besser sein und so, kommt es ja auch sehr darauf an, dass man zentriert ist, dass man diese Hemmnisse ausschalten, mhm, kann. Das heißt, es ist ein Stück weit mentale Arbeit, die man leisten muss. Ja, natürlich musst du logischerweise erstmal dich selber überwinden und deine Tagesform, dann kommt die wunderbare, aber sehr alte und empfindliche Geige dazu. Aber was natürlich von entscheidender Bedeutung ist, ist die Partnerschaft, die musikalische Partnerschaft. Und wenn man einen Dirigent wie Manfred Honeck an seiner Seite hat, der mit dir atmet und dir auch eine Wahnsinnsenergie mitbringt und mit den Berlinern, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Also jeder reißt jeden mit. Darum gehen, nur die technischen Dinge einzurichten. Natürlich erwarten wir das. Sowohl die Geige als auch das Orchester muss natürlich blitzsauber spielen und auch technisch erfahren. Aber wir dürfen uns nicht verleiten lassen. Es geht immer um die Musik. Es geht immer darum, etwas Besonderes aus diesem Moment zu schaffen. Ich finde, das ist die große Herausforderung. Ich finde es wunderschön, wie das auch gelungen ist. It's the sheer untamed spirit. There's a kind of force of nature that seems to come out of it.
and we've noticed that particularly in this recording of Dvorak, the extraordinary energy and the amazing stamina she has throughout the entire recording. Red-blooded, if that makes any sense to you. What's up front is the sheer emotion and passion. Also dieses Volkstümliche ist bei Dvorak sicher ein wichtiges Element und hat ihm ja auch früh zu großer Popularität verholfen und hat letzten Endes dazu geführt, als er mit seinen slawischen Tänzen oder mit seinen mährischen Weisen bekannt wurde, dass sein Verleger ihn um eben die Romanze bat und auch um das Mazurek. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum das wunderbar zum Fehling-Konzert gehört, weil es zwei wichtige Elemente von Dvoraks Schaffen noch einmal verkörpert. Zum einen das Liedhafte und zum anderen diesen Volkstanz. Thank you.